Ich stehe hier mit Pier Giulio Ruhe und Pier Giulio Ruhe wird diesen Samstag in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen um den IBF und IBO Super Welterweight Titel, European Titel kämpfen. Was eine Herausforderung, denn dein Gegner ist aus Afrika eingeflogen, hat hier ebenso wie Alis Gegner schon ja, richtig auf die Pauke gehauen, zumindest sein Trainer. Erzähl uns ein bisschen. Es gab Visa-Probleme bei deinem Gegner. Dein Gegner sitzt noch im Flugzeug. Der Trainer hat ihn aber wunderbar hier vertreten bei der Pressekonferenz, hat die Ansagen von dem Boxer weitergegeben. Wie hast du dich vorbereitet auf jemanden, der in Afrika ganz klar kommuniziert hat, ich werde diesen Kerl erstmal erledigen? Also ich habe schon bei der ersten Pressekonferenz erwähnt, also ich bin kein Typ, der groß redet. Hunde, die bellen, beißen nicht, habe ich immer gesagt. Und klar, der hat jetzt noch ein zweites Video geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr davon wisst, aber es ist heute gekommen, jetzt am Flughafen vor circa einer Stunde. Da hat er erwähnt, dass ich würde nicht kommen oder dass ich Angst habe zu kommen. Ich bin auf dem Weg, es tut ihm leid wegen dem ganzen Visumproblem, aber er wird Samstag da sein und will es mir zeigen. Also wie gesagt, ich bin einer, der nichts sagt. Wir werden es ihm beweisen und ihm zeigen und dann wird er schon sehen, was dort passiert. Wir sind super vorbereitet und deswegen haben wir da nichts zu fackeln. Wo würdest du sagen, liegen deine Stärken gegenüber deinem Gegner? Was kannst du besser als er? Über Stärken sollten wir jetzt vielleicht in diesem Video nicht allzu viel reden, auch wenn er das jetzt nicht sich übersetzen lassen wird. Ich werde es euch am Samstag auf jeden Fall zeigen. Ich werde den kühleren Kopf bewahren und werde mich auf eine Schlägerei auf jeden Fall nicht einlassen. Ich werde auf jeden Fall schönes Boxen zeigen, schönes technisches Boxen zeigen. Und damit werden wir ihn auf jeden Fall schön ausspielen und dementsprechend halt unseren Matchplan durchziehen und das Ding nach Hause holen. Du hattest ja schon angekündigt, wenn alles gut klappt, dann fliegst du nach Puerto Rico. Was erwartet dich dort und warum fliegst du rüber? Das ist natürlich nochmal ein extremer Zusatzreiz, sage ich mal. Ab Montag beginnt dort die Convention von der IBF und dadurch, dass wir ja um die IBF und IBO boxen und wir den Titel gewinnen werden, dann habe ich das Recht, dort dran teilzunehmen und vertrete dementsprechend halt auch Rainer, weil er leider nicht dran teilnehmen kann und dort werden wir dann halt Meet and Greet mit den ganzen Champs von der IBF. Man kennt ja die IBF, der weltgrößte Verband. Dann lernt man die halt alle mal so kennen und der Präsident lädt dann dementsprechend dort halt ein in San Juan und ja, wird eine schöne Zeit. Und ich freue mich da sehr drauf, deswegen reizt uns das nochmal mehr, um Joshua auf jeden Fall zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Wenn wir eine Prediction abgeben können für Samstag, was ist das? Knockout, volle Runden, was ist dein persönliches Gefühl? Man hat so eine Intuition als Boxer, was ist dein Gefühl? Man hat es tatsächlich, also ich gehe nicht stark auf den Knockout drauf, sage ich jetzt mal gerade in diesen Gewichtsklassen. Wenn er kommt, dann kommt er. Ich gehe von einem starken 10-Runden-Kampf aus tatsächlich. Da haben wir uns auch drauf vorbereitet konditionell, weil der Junge ist echt nicht verkehrt. Der ist echt stark, macht auch viel Innenfights und so weiter. Also es wird was richtig Geiles für die Zuschauer sein. Ich gehe von 10 Runden aus und werde 3-0 nach Punkten auf jeden Fall sicher gewinnen. Sage ich jetzt mal, also alle drei Punktrichter werden für mich stimmen und dann haben wir das auf jeden Fall sicher. Aber einmal werde ich ihn auf jeden Fall mindestens zum Boden schicken. Das ist 100%. Ja, also wie wir sehen können, ein weiterer Kampf, der ankündigt, über die vollen Runden zu gehen. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, das ist einfach für uns dann ein absoluter Augenschmaus, bei sowas zuzuschauen. Dein persönlicher Lieblingskampf auf der Karte, die Rainer Gottwald hier zusammengestellt hat, wieder ein Feuerwerk an Kämpfen. Was ist dein persönliches Favorite? Von diesem Abend jetzt, mein Kampf. Mein Kampf ist der Favorite-Kampf. Und dann Ali natürlich, 100%. Also Ali wird auch super. Wir sind ja Teamkollegen. Und das, was leider vor 2 Jahren passiert ist bei Ali, das machen wir jetzt wieder gut. Und als Teamkollegen werden wir den IBF European Title auf jeden Fall holen. Und dann haben wir ihn da und alles gut. Vielen Dank für deine Zeit und wir freuen uns auf Samstag, liebe Freunde. Unbedingt bei DAZN einschalten oder in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen vorbeischauen. Alles Gute, vielen Dank.